Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mobile Game oder einer App. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Ihr wisst selber, ich bin Feuerwerkfreak, du bist ein Feuerwerkfreak, wir alle sind Feuerwerkfreaks, ja. Und dabei bin ich auf diese wunderschöne App hier gestoßen, auf dieses wunderschöne Spiel. Das nennt sich Böller Pro. Kostet 99 Cent, also ist nicht kostenlos, aber es kostet 99 Cent. Wurde bisher auch noch 1000 Mal gedownloadet. Und ja, was können wir hier machen? Deutschlands beliebte Böller-App ist zurück. Besser als je zuvor. Das ist mal eine Ansage und da würde ich einfach mal sagen, guck mal einfach mal an die App hier rein, weil was geht da schon schief? Das ist jetzt nicht wundern, wenn jetzt hier links und rechts alles schwarz ist. Das ist leider Gottes. Ja, eine App für Handys, nicht für Tablets, sprich, das ist im Hochformat. So, hier haben wir jetzt viele Böllersorten zur Auswahl. Und die nehmen wir uns jetzt einfach mal hier. Ja, da ist er hingefallen. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Ach, da liegt noch einer, okay. Ah, da zünden wir sie. Hui! Sehr schön. Ja, kann man sich auf jeden Fall die Zeit auf jeden Fall damit vertreiben. Ach, wir können uns hier sogar in unterschiedlichen. Ich bin beeindruckt. Ja, aber das auf Holzböden machen soll, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, so viel gibt es da leider hier Gottes auch nicht kaputt zu machen. Wenn ich jetzt einfach mal hier ein Dreieck hinschmeiße, zünden wir sie einfach mal an. Ist schon lustig, muss man lassen. Ist schon lustig. Gucken wir mal. Aber es gibt ja sicherlich noch mehr hier. Ich kann hier auf Pyro-Tracker klicken. Kann ich das? Kann ich das? Ach! Hohoho, guckt mal an, Freunde. Da gibt es ja noch mehr. Geile Sache. Was ist denn das hier für einer? Knallkörper B. Okay. Ah, ist das geil. Wenn ich hier das Tablet nach links und rechts schwenke, kann ich den Baller im Endeffekt damit bewegen. Ohne schlecht. Oh yeah. Kommt gleich mal hier, Dreie. Gibt den Luder ordentlich, Bruder. Es ist schon geil. Es ist schon geil. Das war 99 Fänge. Das ist schon geil. Nett. Nice. Ich denke mal, das ist für jeden was dabei. Ja, ach, leck mich doch mit deinem Google Play hier. Das ist schlimm. Zack, genau. Wir sind aber schon in der App drinne. Sieht, jetzt bin ich ja gerade wegen diesem Google Play rausgeflogen. Ja, danke. So, ich wollte eigentlich nur einmal zurück. Wollten wir die Dinger mal hier geben. Ja, auch nicht schlecht. Er macht Laune. Muss man wirklich sagen, macht Laune. Richtig, kann man maximal auf einmal zündeln. Das ist schon geil, Freunde. Das ist schon geil. Gucken wir mal, gibt es ja noch weitere. Jawohl. Ja, das ist schon geil. Komm, das kann doch nichts anderes geben. Ja, das ist schon geil. Da war einfach mal ein ganzer Tag. Das muss ja nicht immer teuer sein. So, was haben wir denn hier? Das sind doch diese Abgabe unter Person 21 verboten. Wo steht sowas? Ist das Amerika oder was? Ab 18 ist. Oh, nett. Ab 18 ist das hier verboten. Also unter 18. Ja, das ist ja wohl ist richtig geil. Kubanische Kanonschläge, das sind natürlich die geilsten. Jawollo. Drei Stück auf einmal, da geht's, ist Trommelfell weg. Du. Ja, nice. So, was haben wir denn hier? Fat Tiger. Das ist auf jeden Fall kein deutscher Böller. Weil sie sehen unsere definitiv nicht aus. Oh ja, okay. Nett.
Sag mal hier, das sieht russisch aus. Das ist auch russisch. Okay. Nett. Der sieht richtig böse aus. Den habe ich glaube schon mal. La, was? Ich muss gerade mal hier. La. Ich muss ja gerade mal das Tablet so ein bisschen nach vorne rücken. La Gang. Sieht aus wie so ein typischer Polenböller. Oh ja. Einfach mal drei mit Ema, was soll schon passieren? Cool. Und der letzte. Das sieht irgendwie chinesisch aus. Oh ja. Nice. Nicht schlecht. Ja, meine Freunde, da sind wir da hier auch schon durch. Weiter ja, geht's nämlich leider Gottes nicht. Da unten steht sogar alles da. Superball 1 und irgendwas Chinesisches, was wieder keiner lesen kann. Ja, kommt kommt nochmal ja, zum Schluss, nehmen wir nochmal einen kleinen. Hui. Ja, meine Freunde, das war im Endeffekt dann auch schon das kleine Spielchen, so nenne ich es einfach mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Download-Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Ganz ehrlich, wenn ihr mal wirklich 99 Fänge übrig habt und ihr wisst nicht, in was, dann steckt es nicht in Candy Crush Saga und nicht in Clash of Clans, sondern steckt es einfach mal hier rein und habt einfach mal euren Spaß dabei, weil das ist schon cool. Zum Schluss hier nochmal drei Kanonenschläge. Und in dem Sinne, ich bin raus. Bis dann, haut rein. Tschüdelü.